Sehr gut, beginnen wir also mit der Vogelhalterzeremonie. Es sah erst so aus, als würde Jan und Luca nicht teilnehmen können, aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nur einen Workvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf mein Signal springt ihr los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Abspringen von der Aufregung bloß nicht zu pfeifen, um eure Vögel zu rufen. Sieger ist, wer als erster die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Ja. Gut. Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Diese Auszeichnung wurde von einer jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Unser 25-jährigen Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Aufzeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Die Vertreterin der Göttin mit ihrem selbst angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Zelda. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit... Achso, ich dachte, dass er gerade redet. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo. Alle auf ihre Plätze. Los! Achso! Hepp und pfeifen. Okay, wo ist der Vogel? Da vorne. Oh no! Hä? Ah, jetzt. Ich muss wieder fixieren. Oh. Oh nein, ich muss A drücken. Oh, ich hab ihn. Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner. Och. Du wagst es, dich mit Bardo anzulegen? Nimm dies, Kleiner. Ja, du bist kleiner als ich. Alter. Die werfen mit irgendwas. Sieht nach Vogeleiern aus. Oh nein. Das habe ich nicht verpasst. Au! Aber gut zielen, sie können es auf jeden Fall. Ich hab's fast. Oh, die Störung ist ein bisschen kacke gerade. Oh, was ist denn mit der Störung los? Ey! Hallo, geht's noch? Jetzt. Ey, was ist denn da los? Und lenkt das komisch? Oh, jetzt war's gerade. Oh no. Oh, das ist so richtig kacke gerade. Oh nein! Das war auch Zufall. Mein Controller, der ist ein bisschen. Der geht ja. Er verbindet sich die ganze Zeit. Oh, jetzt reicht's doch irgendwann mal. Alter. Ja! Du sollst die Vogelfigur halten. Diese Figur weist dich als Sieger der heutigen zeremoniellen Wettfluges aus. Zelda wird sich freuen. Boah, Alter, was für eine Geburt.
Aber ich hab's geschafft. Ja, Luca. WTF. Alles klar, ob er runterspringen würde. Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Luca. Die Zeremonie geht weiter. Auf die Statue der Göttin. Gianluca, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen. Was dachte ich? Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt, an deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkt dir die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinen Urkvogel stets gewogen sein mögen. Jetzt krieg ich den Paraschall. Der Segen der Göttin. Ein weißes Segel tanzt im Wind. Für dich. Du hast den Paraschal erhalten. Mit ihm kannst du auch nach Danziger landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Er riecht vertraut. Was soll das denn? Das ist eine heilige Zeremonie. Dieser Paraschalmann sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du gewonnen hast und ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Danke, Gianluca. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Der Mund gerade. So, das war es also. Du weißt, was du jetzt tun musst. Oder etwa nicht. Keine Ahnung. Wirklich, du bist doch sonst immer so schlau. Okay. Von hier springst du runter. Siehst du das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin? Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung ZR drücken, um den Paraschall zu öffnen. Öffne den Paraschal erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Oh no. Oh. Das ging wohl daneben. Ja, sorry, ich wusste, dass Willensstörung dabei ist. Neige flog deinen Körper, um deinen Fall auszubalancieren und die Richtung zu bestimmen. Versuchen wir es doch einmal. Diesmal schubst du dich nicht, also nimm all deinen Mut zusammen und spring. Ja, okay. Ja, ich versuch's. Genau in der Mitte. Welche F? Das geht nicht. Das ist zu schwer. Ach, das ist bestimmt noch genauer an meinen Bildschirmrand. Ja, ich weiß wie. Du musst mir nicht erklären. Aber welche F? Und was mit beiden Joy-Cons? Ja, mit beiden. Ja, da ist auch easy, aber sonst geht's ja auch nicht. Hä? Oh. Dann renne ich eben normal. Stopp. Hä? Also, es ist schon ein bisschen peinlich gerade, aber das ist doch... Das kann doch nicht wahr sein. Alter.
kann doch nicht wahr sein, dass es nicht zählt. Oh, perfekt. Warum nicht gleich so? Das hast du toll gemacht, Gianluca. Auch wenn es 10 Versuche waren. Der Blick hat gerade so perfekt gepasst. Sag mal, Gianluca, jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön, auch der Wind bläst nicht so stark. Also, wie wäre es mit einem kleinen Austritt über den Wolken? Gianluca, hör mal, Gianluca. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir jetzt nur zu zweit hier unterwegs sind. Was für ein schöner Tag. Weißt du was, Gianluca? Du und ich, wir. TF. Hey, was? TF. Was ist das? Gianluca. Gianluca. Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Gianluca. Ist es gerade echt oder ist es nur eingebildet? Okay, war nur ein Albtraum. Endlich bist du aufgewacht. Als dein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich dir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hättet ihr keine großen Verletzungen davon getragen. Und wo ist Zelda? Gianluca, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Ja, so. Ein schwarzer Wirbelwind. Das klingt nach einem gewöhnlichen Sturm. Du darfst dich doch nicht so sehr anstrengen. Hör mal, Gianluca. Als sie da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst. Von Erdland hat sie also gesprochen. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt. Interessant. Oh, entschuldige, ich habe mich gerade fast in den Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, würde es ihr wohl gut gehen, wie dem auch sei. Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Hey, was? Hör mir zu, Gianluca. Mach dir keine Sorgen. Zelda geht es gut. Davon bin ich überzeugt.
Irgendwie habe ich gerade den Einsatz falsch vorgelesen. Oder macht allgemein keinen Sinn. Ich auch die Stimme. Lass mal schauen, kann ich jetzt das Schwert hier benutzen? Nee, auch gegen Gebäude allgemein nicht. Nice. Aber es ist nicht mein Zimmer, glaube ich, oder? Ah doch. Ich dachte wegen dem Tisch hier, dass es nicht mein Zimmer wäre. Lol. Folgen wir mal. Okay, kann ich auch Schwert benutzen. Boah, die Nachtmusik ist ja ultra nice. Und da ist der Mond. Da lang? Lol, das ist mir. Was zum? Alles klar. Rubine. Oh, verdammt. Aber habe ich das Ding einfach gekillt? Ne, habe ich nicht. Vielleicht soll ich es killen. Ja, ich lasse mal in Ruhe. Oh, ich brauche Ausdauer. Perfekt. Warum gehen wir den Weg hier? Oder muss ich hochrennen? Oh Gott. Es hat doch keiner so was getroppt, leider. Ach, es ist mal abgesperrt hier. Und wir haben so einen Weg genommen. Lol, das ist eine Tür. Dann mach rein. Das ist der erste Dungeon. Statue der Göttin. Nee, das ist Master Sword. Nee, doch nicht.
Ich habe dich erwartet. Dich, den von meiner Schöpferin Auserwählten. Fei, das ist der Name, den man mir gab. Ich komme von jenseits der Zeit, aus einer fernen Vergangenheit, um dir dein Schicksal anzutragen. Dies ist der Zweck meines Daseins. Nimm nun das Schwert in die Hand, mein Gebieter Gianluca. Ein geheimnisvoller Traum, mein plötzliches Erscheinen, die Angst und Sorge um deine Freundin. Wenn ich deine Lage analysiere, verwundert mich deine Reaktion nur wenig. Analysiere? So lass mich dir etwas sagen. Meine Worte sind dazu angetan, deine Stimmung zu erheben. Das Mädchen, das du suchst, sei das Leben, ist nicht verloren. Diese heilige Maid, Zelda und dich, euch erwartet ein großes Schicksal. Wenn du sie wiedersehen willst, so nimm das Schwert in die Hand. Wie fühlst du dich? Bist du bereit für diese Aufgabe? Ja, ich hoffe es. Aber ja. Mehr Worte scheinen mir von keinem Nutzen zu sein. Ich werde dich dem Gebieter des Schwertes folgen. Ich werde dir, dem Gebiet des Schwertes, folgen. Ziehe es nun heraus und strecke es himmelswärts. Skyward. So heißt Strecken. Okay, Skyward Sword. Deswegen heißt das Spiel auch, glaube ich, so. Jetzt passt's. Okay. Jetzt zum Himmel halten. Ach so, nee. Ja. Ich hab's geschafft. Du hast das Schwert der Göttin erhalten. Dieses legendäre Schwert ist erfüllt vom heiligen Licht der Göttin. Nice. So ist es gut. Gebieter. Mein Gebieter. Gianluca. Oh, jetzt gab's Ärger. Kann es denn sein, dass du es bist, Gianluca? Der legendäre Jüngling, der die Kammer des Heiligen Schwertes betreten wird. Diese Kammer hat die Göttin uns Menschen hinterlassen, sagt man. Nur besondere Personen werden in dieses Geheimnis eingeweiht, von Generation zu Generation. Das Licht des göttlichen Schwertes vertreibt alles Böse. Ich werde erscheinen, dem reinen Jüngling, in dieser Gestalt am geheiligten Ort. Es begann vor einigen Tagen, das Schwert, dessen Geheimnis ich so lange bewahrt hatte, begann zu leuchten. Als ich das Licht sah, traute ich meinen Augen nicht. Nicht im Traum hätte ich je daran gedacht, dass ich diese Prophezeiung Zeit meines Lebens erfüllen würde. Es ist, wie es die Prophezeiung sagt. Ein Jüngling wird führen das Schwert, beinahe noch ein Kind, wird er doch beschützt von der heiligen Kraft. Die mündlichen Überlieferungen der Menschen sind so unzuverlässig. Von der Offenbarung, die dein Urahn empfing, ist ein großer Teil bereits verloren gegangen. Erwählt von den Göttin der Jüngling, der zieht das heilige Schwert und über es Gebiete mit starkem Geist. Kind des Schicksals, erwählt vor dem Schatten großer Gefahr. Wir vertragen die Seele des Schwerts, überwinden die Wolken und von dort hinabsteigen, gemeinsam mit der heiligen Maid das Land erleuchten. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Gebieter, du wurdest erwählt von der Göttin, meiner Schöpferin, um ihren Auftrag zu vollenden, um die heilige Maid. Um Zelda wiederzusehen, musst du das Wolkenmeer überqueren und musst hinabsteigen in die weite Welt, weit entfernt von hier. Du musst dich ins Erdland begeben. Aber das Erdland ist tabu für uns Menschen, um dahin zu gelangen, muss man die Wolken durchqueren. Noch nie ist dies jemandem gelungen.
Auf dieser Tafel ist der Weg ins Erdland niedergeschrieben. Neben sie platziere sie auf dem Altar in dieser Kammer. Du hast die Smaragdtafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Gebieter, richte nun den Himmelsstrahl auf das Wappen an der Wand. Der Himmelsstrahl entsteht aus der Kraft, die sich sammelt, wo du dein Schwert in den Himmel streckst. Schwinge dein Schwert in Richtung des Wappens, sobald sich der Himmelsstrahl aufgeladen hat. Alles klar. Okay. Ah, wo ist der hin? Nice. LOL, warte mal. Dieses Tor da und diese Wolken-Tornado sah ein bisschen aus wie im BOTW, wo die Drachen durchfliegen. Gebieter. Das Segel der Göttin hat bisher verhindert, dass Menschen das Wolken hier verlassen konnten. Nun hat sich dieses Segel an einer Stelle geöffnet, so was passieren kannst. Dort musst du hin. Ich erkenne dich als rechtmäßigen Gebieter an. Ich ruhe in deinem Schwert und bin somit stets an deiner Seite. Drücke Steuerkreuz nach unten, um mich zu rufen. Ja, Luca, ich weiß nicht, was mit dem Schatten großer Gefahr gemeint ist, aber es klingt nach einer großen Herausforderung für euch. Wenn Feis Worte wahr sind, dann ist er da am Leben. Sie lebt. Du musst sie finden und dich zugleich deinem Schicksal stellen, ja, Luca. Niemand weiß, welche Prüfung das Schicksal für dich vorgesehen hat. Du versprichst mir, meine Tochter, versprich mir, Zelda zu retten. Weiß mir, dass die Offenbarung tatsächlich wahr ist. Ich bitte dich, Januka. Ich werde das schaffen. Ich will dir glauben. Hab Dank, Januka. Es wird schon hell. Diese Nacht war sehr lang für uns. Mit diesen Kleidern kannst du deine Reise nicht antreten, Januka. Da du die Vogel-Zeremonie bestanden hast, habe ich ein neues Gewand für dich. Mit ihm bist du auch für eine längere Reise gut gerüstet. Am besten du siehst es morgen gleich an.